Ja, hallo liebe Heimwerker. Der Winter ist draußen und da ist eigentlich genau die richtige Zeit, sich mal mit ein paar Dingen zu beschäftigen, die so über das ganze Jahr liegen bleiben. Zum Beispiel Inspektion am Rasenmäher. Wenn der so das ganze Jahr im Betrieb war, gibt es da einiges zu machen und das ist für mich auch so ein Ritual im Winter, dass ich mich damit beschäftige und ja, ich sag mal, dem so eine kleine Inspektion unterziehe. Und das eine oder andere habe ich jetzt schon gemacht und ein paar andere Sachen stehen jetzt noch an. Da könnt ihr dann gerne dabei sein. Also als Beispiel, ich habe da jetzt schon einen Ölwechsel gemacht, das heißt altes Öl abgelassen, frisches Öl rein, gehört für mich einfach dazu. Messer schleifen. Ich habe hier noch das Messer liegen. Das muss jetzt noch geschliffen werden, das mache ich von Hand und dann wird das auch von neu gewuchtet. Da zeige ich, wie das geht. Ich habe ein paar Anbauteile einfach mal abgemacht. Hier diese Abdeckhaube und auch den Seilzugmechanismus, um das einfach mal sauber zu machen. Und auch den Ölfilter habe ich ausgewaschen und dann wird er neu mit ein bisschen Frischöl getränkt, damit er auch wieder gut Luft kriegt im Frühjahr, der Rasenmäher. Hier liegen die Komponenten jetzt mal so ein bisschen auf dem Tisch verteilt. Wie gesagt, hier der Ölfilter mit seinem Gehäuse. Dieses Element hier wird benötigt, wenn man den Auswurf hinten geschlossen hält am Rasenmäher. Hier hinten, wenn man damit mulcht, braucht man dieses Teil. Das mache ich noch ein bisschen sauber hier. Wie gesagt, das Messer, die Abdeckung von den Rädern mache ich ein bisschen sauber. Das war die Motorabdeckung hier. Das ist der Starter, der Startzugmechanismus, ein paar Kleinteile. Ja, und hier habe ich auch noch den Tank mit dem Vergaser oben drauf. Auch der wird noch ein bisschen sauber gemacht. Ja, und man sieht, soweit ist ja schon ganz gut zerlegt hier. Ich habe auch schon ein bisschen grob sauber gemacht hier. Ich habe den auch von unten schon gereinigt. Zündkerze hatte ich schon draußen. Die kann man mit einem üblichen Steckschlüssel kann man die gut rausdrehen. Schaut die sich mal an. Guckt, ob da Ruß drauf ist oder wie die aussieht. Die ist jetzt gerade mal ein Jahr alt. Die habe ich schon getauscht. Und lässt man dann aber auch nicht offen, damit da kein Schmutz reinkommen kann. Ich würde sagen, ich fange jetzt mal an, hole mir mal einen Eimer mit warmem Wasser, einen Lappen, dann mache ich da mal den gröbsten Schmutz schon mal runter, damit der Mäher in Gänze mal ein bisschen ordentlicher aussieht. So. Das Jahr verteilt ist ja immer eine Menge Schmutz, was sich so im Mäher ansammelt. Muss ja nicht wie neu aussehen, aber ein bisschen groben Schmutz runter macht. Letzten Endes hat man auch immer viel mehr Freude an den Geräten, wenn die sauber sind. Ja, ein ganz wichtiger Punkt beim Rasenmäher sauber machen ist einfach, wenn man da mal so ins Detail geht, am Gerät, an den Gelenken, an den Scharnieren oder Verschraubungen, dann sieht man, ob da irgendwas lose ist und man sieht auch, ob was kaputt ist. Zum Beispiel ist hier war auf der Unterseite aufgefallen, was war die alte Abdeckung hier vom Keilriemen, der den Radantrieb verdeckt. Da ist ein Teil hier durch Steinschlag oder solches oder irgendwas ausgebrochen. Das Ding ist kaputt. Das wäre mir beim genaueren Hingucken oder beim genauen Saubermachen überhaupt nicht aufgefallen. Also, das habe ich mal gemacht, habe also das Teil als Ersatzteil besorgt. Das gab es glücklicherweise noch, war gar nicht so teuer. Und habe jetzt praktisch hier wieder eine neue Keilriemenabdeckung drauf. Hier sieht man sehr schön die freigelegte Welle, wo nachher die Narbe für das Messer drauf kommt. Das ist dieses Teil hier. Das kommt dann nachher noch da drauf. Mit so einem Sprengring wird das befestigt. Und dann kommt gleich noch das Messer. Kommen wir jetzt zum Messerschleifen. Ja, alle kennt ja sicher so ein typisches Rasenmähermesser. Wenn man da ein ganzes Jahr durch den Garten gefurcht ist, dann sieht das natürlich auch schon ein bisschen mitgenommen aus. Und die meisten haben sicher auch schon mal sowas nachgeschliffen, aber viele machen dann Fehler. Und zwar nehmen die einfach einen Winkelschleifer mit einer Fächerscheibe oben drauf und machen die
Kanten wieder scharf. Geht natürlich auch, geht vor allen Dingen schnell, bequem, aber hat einen großen Nachteil. Durch die große Drehzahl der Fächerscheibe haben wir hier eine Wärmeentwicklung, die uns das Messer weich werden lässt mit der Zeit. Und das ist nicht gut. Deswegen, fürs Messer schleifen, nimmt man einfach nur eine Feile, Metallfeile. Hieb 2 habe ich jetzt hier. Und einen Schraubstock. Moment. So, ein Schraubstock. Und damit können wir jetzt das Messer vorsichtig scharf machen. Achso, eine Sache habe ich vergessen. Ganz wichtig auch. Der Materialabtrag muss auf beiden Seiten gleich sein, denn wir müssen nachher sicherstellen, dass das Messer nachher auch gewuchtet ist. Wenn ich hier jetzt übertriebenermaßen mehr abnehme, ist diese Seite schwerer als die und dann bekomme ich nachher Probleme mit dem Rundlauf des Motors. Das kann sich dann bis auf die Kurbelwelle übertragen, gibt Lagerschäden etc. pp. Ich zeige euch gleich, wie man das relativ einfach rauskriegen kann, ob das Messer gewuchtet ist oder nicht. Am besten zählt man sich einfach die Hiebe der Pfeile. So, wenn sich die erste Seite wieder relativ scharf anfühlt, drehen wir das Ganze um. Schleifen auch eine ähnlich große Anzahl von Hüben, fallen wir dann auf der Seite runter. Und jetzt verrate ich euch, wie ihr das mit dem Messerauswuchten macht. Ihr nehmt euch einfach einen x-beliebigen dünnen Nagel. Ich habe hier einen kleinen hier in das Regal eingeschlagen, stört mich da jetzt nicht weiter. Und setzt das Messer praktisch mit der mittigen Aufnahmebohrung vorsichtig drauf. Schön mittig. Und dann kann man sehen, ob es zu einer Seite hin tendiert oder nicht. Ob es in der Waage bleibt. Jetzt können wir das mal ein bisschen versuchen zu stoppen. Aber man könnte jetzt mutmaßen, dass die Seite ein bisschen schwerer ist wie die. Wir testen das jetzt mal, indem wir das Messer rumdrehen. So ähnlich wie bei einer Wasserwaage. Tatsächlich ist die linke Seite ein bisschen schwerer. Also wenn wir da noch ein bisschen an der Seite abfeilen, ein paar Züge, da reicht vielleicht 10 Pfeilhiebe und dann kann das schon wieder stimmen. So, versuchen wir es einfach nochmal. Hier ist der Nagel, das Messer. Einwandfrei. Ich denke, da braucht man nicht nacharbeiten. So, dann würde ich sagen, wir versuchen unseren Rasenmäher mal wieder zusammenzubauen. Habe ich auch schon eingebaut, das habe ich aber leider nicht gefilmt. Die Radkappe habe ich ein bisschen sauber gemacht, einfach nur damit es optisch ein bisschen ansprechender ist und die setze ich jetzt drauf. Fertig ist er. Sieht doch eigentlich aus wie neu. Naja, nicht ganz wie neu, aber zumindest für den nächsten Sommer ist er gewappnet. Das ist übrigens ein Briggs & Stratton Motor, ziemlich gängig, also in der Vorgehensweise müsste der bei euch eigentlich fast schon so ähnlich sein. Gar nicht so schwer, versucht es mal nachzumachen und vor allem macht auch eine Menge Spaß. Ich sage bis zum nächsten Mal, tschüss!